herzlichen Glückwunsch zu 10 Jahren Konfuzius-Institut. Für uns ist das Konfuzius-Institut wichtig, weil nachdem die Welt sich anfängt, stärker zu öffnen, ist es vielen Menschen möglich, China zu besuchen und sich dazu zu informieren. Vor allen Dingen für eine Stadt, die eine Messe hat, mit sehr engen Kontakten zu China. Es gibt ja die Partnerschaft zwischen den Messen. Dass man anfängt, Chinesisch zu lernen, weil die Menschen zunehmend international leben und arbeiten, ist auch dem Konfuzius-Institut zu verdanken. Ich finde am Konfuzius-Institut vor allen Dingen gut, dass die Kurse so klein sind. In den kleinen Kursen sind viel direktere Betreuung möglich und man wird auch viel häufiger vom Muttersprachler meistens korrigiert, was einfach auch sehr viel größere Lernfortschritte ermöglicht. Ich bin jetzt sehr froh, dass ich am Konfuzius-Institut Chinesisch lernen kann, weil ich dienstlich seit 2 Jahren intensiv mit chinesischen Firmen zusammenarbeite. Es gefällt mir hier sehr gut, vor allem da die Kurse immer abends sind, kann man auch neben seinem normalen Tagesablauf Chinesisch lernen. Ich habe die Empfehlung für das Konfuzius-Institut von chinesischen Bekannten bekommen, bin damit sehr zufrieden und schon mindestens seit 6 Jahren dabei. Das Konfuzius-Institut ist eine super Einrichtung zur Vermittlung der chinesischen Kultur in Europa und weltweit. Und ich mache jetzt seit Jahren hier in Hannover den Sprachkurs mit und ich muss sagen, ich habe noch nie so gute Chinesischlehrer gehabt wie hier. Für mich bedeutet der Unterricht hier am Konfuzius-Institut, dass ich Chinesisch in einem guten und hervorragenden Umfeld lernen kann. Ja, junge Lehrer, die hier modernen Unterricht machen. Also gar nicht so langweilig, wie man das sonst so kennt. Aus meiner Sicht gibt es keine besseren Kurse als hier. Die Besonderheit, die wir hier in Hannover beim Konfuzius-Institut ja haben, ist, dass wir anders als die anderen Konfuzius-Institute nicht an eine Hochschule angeschlossen sind, sondern mit dem Chinesischen Zentrum Hannover eben einen gemeinnützigen Verein als deutschen Partner haben. Wir haben natürlich den großen Vorteil, dass die Dienstwege bei uns sehr kurz sind und wir sind in gewisser Weise gezwungen, uns für unsere Ausstellungen oder auch größeren Veranstaltungen Partner zu suchen. Thematisch passende Partner, die eben Räumlichkeiten für uns zur Verfügung stellen können. Und das bringt uns halt in die Möglichkeit, dass wir rauskommen, dass wir andere Institutionen, andere Menschen kennenlernen und mit denen gemeinsam China-bezogene Projekte veranstalten können. Das Chinesische Zentrum hat den Aspekt, wirtschaftliche Kontakte zu knüpfen, berufliche Bildung, berufliche Ausbildung zu forcieren. Das gelingt gut. Dadurch, dass das Konfuzius-Institut hier angegliedert worden ist, haben wir aber gleichzeitig eine zusätzliche Dimension, nämlich die kulturell-historisch, wenn man so will, geistesgeschichtliche Anbindung. Und das ist fast ein Alleinstellungsmerkmal der hannoverschen Situation, die diesen gesamten komplexen Zusammenhang darstellt. Und wie sich zeigt, gibt es eben auch genügend Interessenten, die dafür einen Sinn haben. Das Institut ermöglicht den Mitarbeitern, die hierher zur Ausbildung kommen, die kulturellen Unterschiede zwischen der Bundesrepublik Deutschland und China besser kennenzulernen und sich mit den Gegebenheiten vertraut zu machen. Sie lernen dabei nicht nur die Sprache, sondern auch die Gepflogenheiten, die es in China zu beachten gibt. Und es ist immer eine große Freude zu erleben, wie die Leute nach der Ausbildung ihren Job in China gut erledigen können. Das fand ich toll. Auch besonders am Herzen liegt, ist die Etablierung Chinesisch als Fremdsprache an Schulen. Viele Schulleiter sind an uns herangetreten mit dem Wunsch, eben das einzuführen, Chinesisch auch nicht nur als Arbeitsgemeinschaft anzubieten, sondern auch im festen Unterrichtsprogramm, im Curriculum zu etablieren. Das Gymnasium Goethe-Schule hier in Hannover hat das schon getan zu diesem Schuljahr. Eine unserer Dozentinnen des Konfuzius-Instituts Hannover ist dort als Lehrerin tätig. Und das war für uns auch ein Grund, dass wir im letzten Jahr zum Internationalen Tag der chinesischen Sprache an die Goethe-Schule gegangen sind und dort vielfältige Aktionen angeboten haben, ein buntes Bühnenprogramm. Wir haben Workshops abgehalten, Schnupperkurse und im Forum konnten sich Hochschulen aus Niedersachsen mit ihren China-bezogenen Studiengängen präsentieren, sodass die Schüler vor Ort auch eine Perspektive haben, was können sie mit Chinesisch als Fremdsprache anfangen.
primäres Anliegen ist neben dem Angebot der Sprachkursen die Organisation von diversen Kulturveranstaltungen, wie zum Beispiel die Vortragsreihe China Talk und das Konfuzius- und Leibniz-Symposium. Leibniz war vor 300 Jahren der erste europäische Denker von Rang, der gleich gesehen hat, dass die europäische Kultur und die chinesische Kultur sich gegenseitig etwas zu sagen haben. Ich habe diesen Aspekt, dass dieser wie Konfuzius große Mann mit China sich so früh beschäftigt hat, immer zum Anlass genommen zu sagen, das ist ein Ansatzpunkt, dass wir in Hannover und in Niedersachsen eine besondere Beziehung zu China pflegen sollten. Und es war ja ein glücklicher Umstand, dass vor anderthalb Jahren die chinesische Seite hier ein Konfuzius-Denkmal aufgestellt hat und den Eingang dieses chinesischen Zentrums mit dem Konfuzius-Institut bestückt hat. Was Besonderes würde ich hier vorstellen, zum Beispiel das Sommerkampf für deutsche Schülerinnen und deutsche Schüler. Und das Sommerkampf ist von der Zentrale des Konfuzius-Instituts organisiert. Und ich habe den Eindruck, dass die deutschen Schülerinnen und Schüler während des Sommerkampfs die chinesische, traditionelle chinesische Kultur und Geschichte näher kennengelernt haben. Und was Besonderes, die Schülerinnen und Schüler haben auch die Herausforderungen für heutige China wahrgenommen. Uns ist immer wichtig gewesen, diese zündende Idee zu haben, nämlich was verbindet zwischen den beiden Kulturen. Also was haben wir gemeinsam eigentlich? Also China liegt zwar tausende von Kilometern weit, aber so fremd sind wir doch nicht. Wir sind nicht Menschen vom Mars. Und dabei ist uns aufgefallen, dass wir sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart viel Gemeinsames haben. Wir haben vor 2 Jahren eine Ausstellung unter dem Titel Jüdische Flüchtlinge und Shanghai hier präsentiert. Und nicht nur hier, sondern auch in Berlin, später dann in Stuttgart. Und diese Ausstellung wird auch nach Basel gehen. Und ja, Sie werden mich wahrscheinlich fragen, was hat diese ganze Geschichte mit China zu tun? Doch, es hat doch mit China zu tun. Es hat aber auch mit Deutschland zu tun. Nämlich während des Zweiten Weltkrieges haben mehr als 20.000 jüdische Flüchtlinge in Shanghai, nämlich in China, Zuflucht gefunden und sich das Leben gerettet. Wir haben jetzt 4 chinesische Kollegen und auch 4 deutsche Kollegen, die bei uns teilzeitig tätig sind. Wie jede andere Konfuzius-Institut weltweit ist unser Konfuzius-Institut Hannover eine sogenannte Kooperationsinstitution. Unsere Partner kommen aus 2 Seiten von Deutschland und auch von China. Unser deutscher Partner ist das Chinesische Zentrum Hannover und der chinesische Partner ist die Tongji-Universität in Shanghai. Mein Name ist Heinz-Dieter Gödicke. Ich bin Gründer und Initiator des Chinesischen Zentrums. 1997 wurde das Chinesische Zentrum Hannover e.V. als eingetragener gemeinnütziger Verein gegründet. Viele Jahre später hat dann die chinesische Regierung den Beschluss gefasst, in aller Welt Konfuzius-Institute, also Kulturinstitute zu installieren, zu errichten. Und dann waren wir natürlich sofort dabei und haben gesagt, da wir ohnehin schon sowas wie eine Vorgängereinrichtung sind für ein Konfuzius-Institut, möchten wir natürlich auch das Konfuzius-Institut für Niedersachsen nach Hannover zu uns, an uns binden. Und das ist dann auch gelungen. Das war keineswegs allerdings selbstverständlich, weil normalerweise die Konfuzius-Institute
an einer Universität angebunden sind. Wir haben ja die Konstruktion gewählt, dass das Konfuzius-Institut keine eigene Rechtspersönlichkeit ist, sondern es die Rechtspersönlichkeit gibt, Chinesisches Zentrum, Hannover e.V. Und da ist eben ein wichtiger, ein wesentlicher Teil auch das Konfuzius-Institut, was unter dem Dach dem juristischen Dach dieses e.V.s ist. Das hat sich aus meiner Sicht gut bewährt, weil wir eng zusammenarbeiten und auch uns gut abstimmen. Es wäre möglicherweise anders, wenn wir zwei Rechtspersönlichkeiten hätten. Und wir haben den großen Vorteil, dass wir natürlich auch ausgleichen können. Wenn wir Gewinne machen, die reingeben können in den Konfuzius-Teil und auch umgekehrt, sodass wir jetzt sagen können, wir sind in einer glücklichen Verbindung miteinander. Ich bin ja nebenbei auch noch Aufsichtsratsvorsitzender des Konfuzius-Instituts und wir machen, denke ich, auch gute Arbeit, die sich sehen lassen kann. Ich habe in Shanghai 10 Jahre als praktische Architektin gearbeitet oder sogar viele Bauprojekte durchgeführt. Aber für mich ist Konfuzius-Institut eine ganz neue Sache oder sogar auch eine Herausforderung für mich. Persönlich finde ich den Titel, den wir mal für eine Malereiausstellung gewählt haben, nämlich Unbekannt, sehr passend als Motto für die Arbeit, die wir hier eigentlich tun. Wir stellen das bekannte China vor, machen es fassbar, greifbar, aber wir zeigen auch Überraschendes, Aspekte, Perspektiven Chinas, die eben nicht so bekannt sind. China zu erklären, ist für mich als Chinesen gar nicht so einfach. Es ist so mysteriös, aber auch so anziehend, wie die ganze Entwicklung von China. Also vielleicht kann ich aus dieser Perspektive so zusammenfassen, das Konfuzius-Institut, beziehungsweise das Konfuzius-Institut Hannover, verdient es, die Sache meines Lebens zu werden.